Das hätte keiner gedacht. Ende Januar überrascht das tschechische Entwicklerstudio Warhorse mit dem Rollenspielprojekt Kingdom Come Deliverance. Die Entwickler wollten nur eine Finanzierung über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter von 300.000 Pfund, die sie schon nach 36 Stunden erreicht hatten, und nahmen am Ende 1,3 Millionen Euro ein. Ein überraschender Erfolg, der gerechtfertigt ist, da es sich nicht nur um ein einfaches Indie-Spiel handelt, sondern um ein weit ausgeprägteres Spiel mit hohem Potenzial. 2011 gründete der Typ mit dem Rauschebart aus den Entwicklungstagebüchern Dan Wafra und weitere Entwicklerveteranen das Entwicklerstudio Warhorse Studios. Dan berichtete auf der Website von Warhorse, dass anfangs keiner der großen Publisher an dem Projekt des tschechischen Entwicklerstudios interessiert war, da sie das Spiel nicht für massentauglich einschätzten. Das Entwicklerstudio holte sich einen Investor, der die Entwicklung des Projekts finanzierte. Doch gerade mit der mehr als erfolgreichen Kickstarter-Finanzierung zeigten sie, dass sehr großes Interesse an dem Projekt ist, was den Investor dazu verleitete, weiterhin das Projekt zu finanzieren. Das Rollenspiel Kingdom Come Deliverance spielt im 15. Jahrhundert. Es beginnt 1403, der unbeliebte König Wenzel ist abgesetzt. Zudem wird er von seinem Bruder Sigismund entführt und dieser will alle unter seiner Herrschaft unterbringen. Doch dies führt zu Rebellion. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Schmieds, dessen Familie von Sigismunds Truppen getötet wurden. Er schwört Rache und damit beginnt sein Abenteuer. Dabei dürfen wir selber entscheiden, wie die Story verläuft, da es sich um eine nicht-lineare Story handelt. Die Spielwelt in Kingdom Come Deliverance wird eine riesige, offene Spielwelt sein, die sich an die geschichtlichen Vorlagen halten wird. Durch die CryEngine 3 haben die Entwickler von Kingdom Come Deliverance sehr viele Möglichkeiten, ein detailreiches Spiel zu erstellen, das auch sehr gut aussieht. Gerade der Realismus und die Atmosphäre einer mittelalterlichen Welt ist den Entwicklern wichtig. So werden NPCs eigenständige Tagesabläufe haben. Der Spieler wird auf Pferden reiten können, um Strecken auf der 9 Quadratkilometer großen Welt zu überbrücken. Man wird jagen können, zum Beispiel Wildschweine oder auch Hirsche. Es wird ein Crafting-System geben, um sich Waffen und Rüstungen selber zu erstellen, sowie ein Alchemiesystem. Die NPCs haben viele Aufträge für den Spieler, die die Haltung gegenüber dem Spieler ändern können. Zudem wird es riesige Belagerungs- und Feldschlachten geben, die die Höhepunkte des Spiels sein werden. So werden Hunderte von Kriegern gegeneinander kämpfen. Das Inventar sieht jetzt schon gut und überdacht aus, um viele mittelalterliche Rüstungen und Waffen auszurüsten. Auch am Skillsystem merkt man die Detailverliebtheit der Entwickler. Man muss essen und schlafen, um zu überleben. Es wird sehr viel Skills, Stats und Conditionals geben, um den Charakter zu verbessern. Auch das Kampfsystem sieht bisher sehr gut aus und wurde aus der Sicht von echten Schwertkämpfern aufgenommen, wodurch es realistischer und intensiver aussieht, als es bei normalen Spielen der Fall ist. Das Rollenspiel Kingdom Come Deliverance ist nicht wie jedes andere Rollenspiel. Es hat Dungeons, aber keine Drachen. Der erste Akt wird im vierten Quartal 2015 für den PC, die Xbox One und die PS4 erscheinen und wird 30 Stunden Spielzeit beinhalten. Anschließend werden weitere zwei Akte erscheinen, die die Spieldauer auf über 70 Stunden erhöhen. Jetzt kommt noch mein Fazit zu dem Spiel Kingdom Come Deliverance und ich finde, das wird ein sehr grandioses Spiel. Gerade weil der Release auch noch so spät ist, 2015 ist noch ganz schön lange, muss man einfach sagen, und dann noch im vierten Quartal. Und das Spiel sieht jetzt schon gut aus. Die ganzen Entwickler, Tagebücher sind professionell gemacht. Es gibt auch einige Livestreams, wo man eben den Dan Wafra, den ich sogar sehr sympathisch finde, nicht nur wegen dem Rauschebart, sondern einfach nur, weil er das sehr gut rüberbringt. Das sieht wirklich sehr gut aus, es muss einfach nur noch zusammengefügt werden, dass daraus wirklich ein sehr gutes mittelalterliches Erlebnis in einem Spiel werden kann. Und das ohne Drachen. Ich würde mal sagen, schaut euch das an, wenn ihr Rollenspielfans sind oder wenn ihr einfach nur mittelalterliche Szenarios mögt, dann schaut euch das wirklich mal an, denn ich finde, die Idee ist wirklich so gut gemacht und auch so gut gestaltet und die Geschichte vom Entwicklerstudio Warhorse ist auch wirklich so genial, dass ich das wirklich gleich mit 50 Euro unterstützt habe. Ich würde sagen, Leute, haut da rein, schaut euch das Projekt an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.